Die Lords und die Ladies! Ich habe wieder ein Paket bekommen. Und zwar von dem Connoisseur, dem Kenner, dem wahrscheinlich berühmtesten Rumproduzenten Deutschlands, Nicolas Kröger. Seine Marke Wagemut ist, glaube ich, jedem ein Begriff oder zumindest die Marken, die er so ja, betreut, mit ersonnen hat. Unter anderem Noah, ganz neu. Oder auch bei meinem Freund Sven von Rumtastisch, ne? Seinen Port Narrow, den habe ich ja neulich auch erst vorgestellt. Da ist die Handschrift von Nicolas Kröger erkennbar. Auch Wahnsinn, was der Junge bislang geleistet hat. Ich meine, der ist, ich komme mir richtig alt vor, ne? Der ist Jahrgang 90. 1990. Also ziemlich junger Kerl eigentlich noch. Aber was er schon alles gemacht hat, fing an mit der Distille, die ihm sein Opa geschenkt hat zum 15. Geburtstag, damit der Junge auch was Anständiges lernt. Dann macht er eine Ausbildung zum Hotelfachmann und auch noch zum Sommelier. Ja, und mit 19 ging es dann nach England. Genauer gesagt in die Grafschaft Yorkshire in England, wo er dann auch noch als Barkeeper tätig war. Nebenbei, er hatte ja das Wissen, hatte auch noch eine kleine Schwarzbrennerei betrieben und dann seine eigenen Tröpfchen destilliert. Es ging weiter nach London ins bekannte Ritz. Frankreich folgte, in Südafrika ließ er sich zum Butler ausbilden. Dann hat er auch noch die Firma Wagemut gegründet, seine eigene Bar in Berlin. Eigentlich, was willst du hören? Frag nach und er hat's gemacht. Seine eigene Bar gibt's leider nicht mehr. Dafür übrigens seinen YouTube-Kanal, die Wagemut Taste Academy. Also Freunde, ich verlinke das natürlich unten in der Beschreibung. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was er mir hier alles geschickt hat. Auf ist das Baby und jetzt gucken wir mal, was da so alles Schönes drin ist. Wow. Scheint eine ganze Menge zu sein. Also, wo fange ich an? Hier oben rechts. Mal gucken, was haben wir hier Schönes? Port Cask Rum aus Panama. Gucke mal. Und als nächstes. Hey. Cookie Dough Infused Rum. Ah, süße Geschichte. So. What else? The Nut Twist Hazelnut Rum. Und ich habe da schon ein leichtes PX Cask gesehen. Freue ich mich schon drauf. Macht die ganze Sache immer noch ein bisschen runder. So, Inemenemenemu. Ah, der Selected Cask Community. Barbados Forster aus dem Madeira-Fass. Gab übrigens die etwas ältere Abfüllung, die war noch in einem Rotweinfass 3 Monate gelagert. Hier Madeira, also auch eher so die etwas süßlichere Variante. Ne? Madeira ist ein Likörwein aus Portugal. So, komme ich ja noch irgendwann zu. Und hier... Ida van der Ille, also known as Frühstücksrum. Ne? Das war der erste Name. Hier hat nochmal sowohl im Design als auch in der Namensgebung kleiner Wandel stattgefunden. Ja, nicht jeder mag Frühstücksrum, aber der ist echt, habe ich auf dem Rumfest probiert, ist super. So, und jetzt, aha, eigentlich ein Tusch oder irgendwie sowas, so ein Engelschor, der singt. Das, wofür Nicolas Kröger eigentlich oder womit er berühmt geworden ist. Wagemut PX Cask. Ich freue mich so. Lieber Nicolas, vielen Dank dafür. Liebe Freunde meines Kanals. Hier, guck mal. Ich habe wieder Feuer für die nächsten paar Episoden. Bleibt doch gerne dabei, wenn ihr sehen wollt, wie ich das hier alles probiere. Dann abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und wenn ihr solche Unboxing-Videos auch mögt, schreibt's mir, gebt mir einen Daumen hoch. Also, Freunde, ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch und wir sehen uns bei einem dieser Rums demnächst. Ich sag Tschüss!